Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Ni no Kuni 2, Schicksal eines Königreichs. Und ja, wir sind hier momentan im Nirswald, beziehungsweise gerade mal so auf dem Weg zu dem Zwirbelwald, beziehungsweise ich sammle hier nebenbei noch ein bisschen Items und so auf, damit ich hier noch das Nötigste habe, ne? Das Nötigste. So, warte mal, in die Richtung kann das sein? Wo bin ich denn? Nee. Der Richtung ist ja eine Sackgasse schon wieder. Wo muss ich denn lang? Ich meine mal, hier ist ja klar. So, warte mal. Jetzt muss ich selbst mal kurz gucken. Ach doch, hier. Okay, jetzt verstehe ich's. Hier, wo die Monster waren. Also hier lang. Und dann an den Monstern hier vorbei. Da hinten lang. Zack. Zack. Zack, 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 zack. Eat this. Zack, zack, zack. Und schon haben wir ihn besiegt. Da, 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 da. So. Hab. So, habe ich hier eigentlich noch was Neues aufgesammelt? Schwertmäßig nicht, pistolenmäßig nicht. Rüstungs? Nein. Schuhe auch nicht. Ringmäßig auch nicht. Das auch nicht. Okay. Ja, Zauberstab? Nö. Speerbogen, ja, aber der ist schlechter. Eine Dings-Axt. Dann nehmen wir hier die andere Axt und... Ich könnte natürlich auch Hammer nehmen. Ja, ich bleib bei Axt, Axt, Hammer. Irgendwie gefällt das mir. So. Die Richtung. Müssen wir? Hab. Hier. Oh, da oben ist eine Truhe. Die hole ich mir jetzt. Wachstumsschuh. Okay, zack und zack. Stück Holz in der Kiste. 5 Scheite Holz, okay. In der Kiste, das macht's ja auch besser. Das ist tatsächlich ein Haus. Da ist ja tatsächlich ein Haus. Und das sieht mir nach Goldorado auch aus. Ein strafendes Chromschwert. Das hört sich doch schön an. Sogar sehr, ich sag mal, schön, weil das ist hier stärker als das, was ich sonst hatte. Okay, dann einmal hier oben gucken. Hier ist nichts. Also nichts weiteres zumindest. So. Das. Dann gehen wir nach da. Sammeln hier noch den Kieselstein ein. Kieselsteine werden wir auch noch brauchen.
So doof es sich anhört, aber die können wir eintauschen. So, schönes Ding. Ach so, wir haben ja den Kampf-Equalisierer. Ich würde da ein bisschen hier auf jeden Fall investieren erstmal, dass wir erstmal hier auf Stufe 5 haben. So. Achso, warte mal. Kann ich doch eigentlich ja Dings und hierfür mehr Ausrüstung. So. Da ist noch eine Schatztruhe. Und wir haben dort ein Dingspunkt hier. Ein Registrierpunkt und ein Speicherpunkt. So, und ich werde auch speichern und nicht wundern wegen den angezeigten. Ich habe privat noch ein bisschen gespielt. Betonung auf bisschen. Ich werde aber nicht spoilern. Sagen wir es mal so, ich werde euch nicht spoilern. Ich werde euch das zeigen, was in dem Sinne da ist. Ne? So, und was haben wir denn da Schönes? Ich würde gerne außenrum. Geht natürlich nicht. Hm. Wow. Moment. Musste kurz was trinken. Ich muss schon sagen, wenn es ums Bauen geht, lassen die Goldoraner sich nicht lumpen. Hier machen sie also ihre Mogelwürfel. Was machen wir jetzt? Brennen wir einfach alles nieder? No. Nein. Ich möchte unnötiges Chaos vermeiden. Wir werden uns heimlich Zugang verschaffen. Hey, versteckt euch! Da kommt jemand. Guckt euch das mal an, wie groß die jetzt sind, ne? Und guckt gleich mal. Mein lieber Dobermann, ist das weit. Warum muss die Fabrik auch mitten im Wald stehen? Huh. Würdest du sowas lieber unter aller Augen machen? Was würden die wenn die Bürger davon Wind bekommen? Das sind Orakulos. Das sind Orakulos. Hey, mir kommt da so eine Idee. Ich glaube, ich weiß, was du denkst, Boss. Okay. Und jetzt guck mal. Dings ist doch viel kleiner als der andere. Als die anderen beiden. Auf so eine Idee kommen auch nur Luftpiraten. Meinst du nicht, dass die das merken? Wir passen hier auf unsere beiden Nackedeis auf. Und ihr zwei übernehmt die Fabrik. Hals und Beinbruch. Also, das meine ich wortwörtlich. Hals und Beinbruch. Aber beeilt euch. Na schön. Dann wollen wir mal. Und der Witz ist, Roland und Evan sind für kurze Zeit auf sich allein gestellt. Nee, der Witz ist nicht das, sondern der Witz ist das, was gleich passieren wird.
Und zwar, es klappt. Ja, ich weiß, ich wollte nicht spoilern, aber das seht ihr ja. Ne? Puh, ich hatte echt Angst, dass er uns erwischt. Aber es war doch einfacher als gedacht. Alright. Also gut, wir suchen zwei Dinge. Erstens brauchen wir einen Beweis, mit dem wir Sixtinius als Betrüger überführen können. Einen Brief oder sowas. Zweitens vermute ich, dass hier Geräte gebaut werden, mit denen man Würfel ohne Magie aus der Ferne steuern kann. Oh. Ohne Magie? Sowas gibt es? In meiner Welt sind solche Geräte völlig alltäglich und es ist durchaus denkbar, dass hier in dieser Welt eine ähnliche Technik existiert. Alright. Gut, dann machen wir uns auf die Suche. Lass uns das Beste aus unserer Verkleidung machen und die anderen Orakulos auch ein bisschen aushorchen. Okay. So, wir gehen erstmal hier rum und schauen uns hier mal an. So. Moin. Ich habe die Schnauze so voll mit diesen fitzeligen Wuffeln. Ich würde lieber eine riesige Mogelmaschine entwerfen. Das ist noch nicht mal einer von den Dings und sagt trotzdem Wuffel. Hey da! Hey du! Wie viele Wuffel hast du heute schon geschafft? Bei mir flutscht es heute wieder so. Nur so. Huch. Wo habe ich denn die zweite Reserve Fernbedienung schon wieder hingelegt? Eine Reserve Fernbedienung? Aha. Und du? Ja. Mein Mentor hat mir erklärt, dass diese Fernbedienungen ganz ohne Magie funktionieren. Diese Technik stammt angeblich aus einem fernen Land, aber eines verstehe ich nicht. Wenn es Technik gibt, die wie Magie funktioniert, was ist denn überhaupt Magie? Ja, das ist die Frage, ne? Ich arbeite sehr hart, nur dass du es weißt. Ich vertrete mir nur ein bisschen die Beine. So, hier sind haufenweise von diesen Mogel Dingern und Hallöchen, da liegt doch eine Fernbedienung. Du erhältst einen Würfelmanipulator. Ah! Oh dann, zieh nur! Ja, wie vermutet, das scheint so ein Gerät zu sein, mit dem sich die Würfel des großen Kubikus steuern lässt. Also hattest du recht. Ja, und ich bin mir sicher, dass Sixtinius auch so ein Gerät hat. So hat er also Nierswald ergaunert und die ganzen Steuern. Und wenn wir es geschickt anstellen, können wir mit diesem Gerät Sixtinius zu Fall bringen. Ja. Allerdings brauchen wir noch einen hieb- und stichfesten Beweis, der Sixtinius mit dieser Fabrik in Verbindung bringt. Dass die sich so normal unterhalten. Und der Typ, der hier rechts zur Wand guckt, ich sagte so, Alter, die haben doch irgendwas vor, was labern die da, weißt du? Dann wollen wir uns mal weitersuchen. Weißt du? Dass die alle einfach mal nicht checken, dass wir gar nicht zu denen gehören. Ne? Also wirklich. So, gucken wir mal in den anderen Raum hier rein. So, hey. Hey there! Sag mal, ihr wisst nicht zufällig, wo ich das Schreiben hingelegt habe. Nicht? Naja, auch egal. Ich bin ja selbst schuld, weil ich meine Sachen nie sofort richtig abhefte. Das Schreiben.
Das suchen wir, ja. Die Würfel funktionieren einwandfrei. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir das Pensum für diese Woche ohne Probleme. Yes. In Goldorado haben ausgefuchste Mechanismen eine lange Tradition. Wir Oraculos benutzen sie für alle möglichen Tricksereien. Das ist von Stande wegen unser Privileg. Seid stolz, dass ihr auch zum Kreis der Auserwählten gehört. Mal ganz doof. Die haben so viele Würfel. Ich meine, mal im anderen Raum waren ja auch so extremst viele Würfel. Ne? So viel Casinos haben die doch gar nicht. Ein riesiger Haufen Mogelwürfel, wie sie in den Casinos von Goldorado verwendet werden. Mit dem großen Kubikus haben sie aber wohl nichts zu tun. So, moin. Ach, das hier, das ist der neueste Entwurf, wie man den großen Kubikus verbessern könnte. Ja. Es gibt immer etwas, das besser gemacht werden kann. Außerdem ist es doch langweilig, wenn sich nie etwas ändert. Mhm. So, und du? Hi. Ja. Dann wollen wir mal einen Blick ins Handbuch werfen. Ich muss neues Rohmaterial und Werkzeuge für den Betrieb bestellen. Gute Güte, ich muss mich um so vieles kümmern. Wann war eigentlich meine letzte Pause? Und hier bei den Büchern haben wir die Sixtinius. Also Sixtinius Anordnung. Oh! Sieh mal, dieses Dokument. Da ist Sixtinius Unterschrift rum. Da. Aha. Tatsächlich. Das ist der Erlass, mit dem er die Entwicklung von Mogelwürfeln in dieser Fabrik anordnet. So ein Dokument hätte eigentlich sofort vernichtet werden müssen. Schlampige Bürokraten gibt es offensichtlich in jeder Welt. Gegen so einen Beweis kann auch Sixtinius nichts machen. Hervorragend. Ja, hervorragend. Damit haben wir alles, was wir brauchen. Lass uns verschwinden. Hauen wir ab. So. Let's go. Eindringlinge entdeckt. Aktiviere Gefechtsprotokoll. Oh oh. Oh my goodness! Shanti! Soran! Blimey! Sorry, wir wurden ertappt. Dieses Ding ist wie aus dem Nichts aufgetaucht. Der sieht nach mächtig Ärger aus. Das schaffen die beiden nicht allein. Come on! Wir müssen ihnen helfen. Dann wollen wir mal. Ab gegen Boss Fight. Das ist nämlich der nächste Boss. Bam! Ziegelied. Mutter Naturs steinerne Marionette. Watch your backs! Okay. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Autsch. Zack. Alter. Zack, 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 zack. Zack. Alter. Uncool. Oh, da hinten links ist da auch ein Tor. Komm ich hier? Nee, komm ich natürlich nicht. Schade. Zack. Aua. Oh,
Tag. Zack. 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 Ah, scheiße. Zack, voll abgeballert. Puh, für einen Moment habe ich schon gedacht, wirklich schon die Glocken läuten hören. Zum Glück haben die Kerle in der Fabrik nichts mitbekommen. Und habt ihr die Beweise ergattern können? Ja, ein Würfelmanipulator, ein Gerät, mit dem man den Würfel des großen Kubikus aus der Ferne steuern kann. Perfekt. Damit haben wir diesen Windhund von Sixtinius an der Leine. Ja, der Würfelmanipulator, wie du ihn nennst, ist ein hieb- und stichfester Beweis. Evan, ich hoffe, du weißt, was jetzt auf uns zukommt. Wir werden uns ganz offen in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes einmischen. Das wird nicht nur ein beträchtlichen Aufruhr zur Folge haben, es könnte auch als feindliche Handlung ausgelegt werden. Goldorado könnte unser Widersacher werden. Willst du es trotzdem tun, Evan? Ja, ein Land darf seine Bürger nicht betrügen und bestehlen. Das ist einfach falsch. Wir werden Goldorado wieder auf den richtigen Weg bringen. Gut gebrüllt, Evan. Ja. Ja, genau. Wenn wir nichts machen, wer denn dann? Ei. Ei, nichts anderes habe ich von unserem König erwartet. Aha. Damit wäre der Weg, den unser Land einschlagen wird, entschieden. Wir werden Goldorado zu einem Neuanfang verhelfen. Los, auf zu Sixtinius. Ja. Und ich, erstmal hole ich mir da vorne das Ding. Ein Kriegsbogen. Das hört sich doch geil an. Geil an. So. Ja, heute wird es ein bisschen länger, die Folge, weil ich kurz hier nochmal umgucke und die Folge dann gleich beende. Ne? So, wartet. Zack, zack. Hier ist noch so ein Steinchen. Heute bitte ich, morgen schicke ich, übermorgen ein Geschenk ich erwart. Bring mir diesen, na du weißt schon, einen Pilz, der einen bei der Zubereitung immer aus den Händen flutscht. Und damit ist der Schmierling gemeint, wegen Öl, Schmieröl und so. Du opferst den Obelisken ein Schmierling. Genau, genau, du hast's erraten, dankend erhalten. Und wir haben einen neuen Knuffi. Van Knuffi, Van Goofy, die Spore. So. Genau, den wollte ich noch holen. Nämlich. Und dann würde ich sagen, war's das erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Wenn es denn weitergeht, hier bei Ni no Kuni 2, Schicksal eines Königreichs. Tschüss, ciao, euer Levers Kisan.